Dich? Mann! Seemann, lass das träumen. Denk nicht an Zuhaus. Wellen. Bring dich in die Welt hinaus. So, nee, spiel ruhig weiter. Herzlich willkommen hier zu Nachtschnittchen Late Night auf eurem Lieblingskanal auf Ruhrkultur Live. So ist es, ich vergesse es jedes Mal, ist so schlimm geworden. Ich bin mal wieder da für euch. Heute heißt das Thema Sehnsuchtsorte. Und dafür habe ich mir Menschen eingeladen, die sich auskennen mit Sehnsuchtsorten. Sie kommen aus Herten, sie kommen aus Bottrop. Herne spielt auch noch eine Rolle, Bochum bringen wir auch noch mit rein. Und wem da nicht die Sehnsuchtsorte in die Birne knallen, dann weiß ich auch nicht. Ich freue mich, dass ihr da seid. Schön und herzlich willkommen nochmal an meine Gäste. Dum, bam. So, Benjamin, ich glaube, es ist für viele Menschen, die dich kennen, das erste Mal, dass sie sich mit Gitarre sehen. Dazu muss man. Viele wünschen sich das letzte Mal. Ja, genau. Es ist ja für. Ich kann es ja ruhig mal erzählen, Benjamin, wir können ja direkt. Genau. Ja, wir es war ja deine Gitarre, ich habe direkt was mitgebracht. Du hast dich direkt auch schön hier, bist vorbereitet zu spielen. Ich kann es mal ganz kurz erkennen, wir haben heute zwei tolle Gäste da. Beide Gäste, der eine Cartoonist und geboren in Herne, dann in Herten letztendlich dein Leben versackt. Ja. In Bochum mal zwischendurch studiert. Und der andere in Bottrop sozusagen, ich würde sagen, ein bekannt wie ein bunter Hund, denn er macht die legendärsten Mix-Shows und Late-Night-Shows in Bottrop, die es überhaupt gibt. Und ich werde ein Geheimnis jetzt direkt mal lüften, Benjamin. Ja. Du bist nicht nur ein hervorragender Kabarettist, nein, du bist auch Sänger und spielst in einer Band. Deswegen auch dieses Instrument. Ja, mehr schlecht als recht, wie man gerade gehört hat. Aber ihr habt noch diese Band, du hast mir noch mal eine CD gegeben. Ja, die Band gibt's noch, ja. Masters and Commander, uns gibt's mittlerweile auch 15 Jahre und wir haben gerade ein neues Best-of-Album, also Anführungsstrichen, also Best, ja. Also den alten Kram noch mal neu aufgelegt und das kann man sich überall downloaden gegen Geld. Wirklich? Ja. Also, aber nicht bei Spotify so? Doch, Spotify gibt's auch. Da kann ich das bei Spotify gegen Geld downloaden. Da nicht, aber bei Amazon Prime oder bei iTunes und so weiter. Ja, und der Musikstil grob? Deutschrock, Punkrock, Hosen, Ärzte, Matzen, in die Richtung. Das heißt aber, schreibst du die Texte? Machen wir zusammen. Macht ihr zusammen? Ja, also jeder macht einzelne Songs, wir machen auch Songs zusammen und dann gucken wir hinterher, was rauskommt. Gut. Ja, ich möchte euch dann, da habe ich euch ja schon so ein bisschen vorgestellt, jetzt wo du das Mikrofon, dieses natürlich Sicherheitsmikrofon, ihr seht es hoffentlich, wir haben hier da vorne ganz professionell, haben wir da eine kleine Folie drüber gemacht und also ich habe eben erzählt. Ich habe beim WDR abgeguckt. Haben wir uns beim WDR abgeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den Bericht gesehen habt. Vor zwei Wochen war das WDR hier und die hatten alle auch nur auch nur so Folien. Da war gar nichts anderes drüber. Das hat mich gewundert. Ich dachte, die sind so richtig professionell. Die nehmen auch nur so Zeug. Also man kann es nehmen. Und du hast in Bottrop, ich habe es gerade schon angedeutet, du hast dort wie viele Shows mittlerweile? Nur in dieser Stadt? Ich kann sie nicht zählen, aber es ist ja auch verteilt auf die Stadtteile und auf die verschiedenen Jahreszeiten und von daher, es gibt eine monatliche Show, Comedy im Saal, die läuft einmal im Monat im Kammerkonzertsaal im August-Eberding-Kulturzentrum und dann gibt es andere Formate, die Comedy-Baustelle in Kirchhellen. Kirchhellen ist ja autark, das weiß man, so wie Wattenscheid hier im Bochum. Nee, das kann ich nicht sagen. Wattenscheid ist assi, in Kirchhellen, die denken ja irgendwie, ne? Die Kirchhellen ist so ein bisschen wie Bochum-Stiepel. Die denken nicht, die sind auf jeden Fall auch, also die sind gut, ja, Kirchhellen ist gut. Ja, ist gut. Kann man schon sagen. Von daher zählt Kirchhellen nicht als Bottrop so direkt, also offiziell schon, aber da gibt es halt eine Show noch und dann gibt es das Neujahrskabarett bei Passmanns einmal im Jahr und es sind so kleine Formate dann zwischendurch nochmal. Die regelmäßig laufende Show ist aber Comedy im Saal. Genau, und du hast, man darf sich jetzt nicht so vorstellen wie ich hier, der jetzt einfach
irgendwie sinnlos drauf loslabert. Wenn du die Show machst, du hast eine Leinwand, da werden Bilder gezeigt. Also es ist, sag ich mal, ich finde, wenn ein Kollege, der noch keine Late-Night-Show im Fernsehen hat, wenn mich jemand fragen würde, wer müsste die als nächstes kriegen, würde ich sagen Benjamin Eisenberg, weil du machst dort wie quasi, und da hast du aber nicht irgendwelche Leute, die dir zuarbeiten, sondern das machst du selbst alles. Ne? Du bereitest alles selbst vor, die ganzen Folien, die Einspieler. Das stimmt. Also, wie lange sitzt du, sag mal, für eine Show, wenn sie ganz neu ist, wie lange sitzt du da dran? Da gilt das gleich wie beim Fußball. Nach der Show ist vor der Show und dann hat man einen Monat Zeit und braucht wieder neues Material. Und ich komme so ungefähr auf 15 bis 20 Minuten am Anfang für den Stand-up. Dann noch ein paar Zwischenmoderationen, so 25, 30 Minuten neues Material jeden Monat ist dabei. Ja, jetzt ist ja unser großes Thema Sehnsuchtsorte. Das wollen wir zwischendurch mal anklingen lassen. Hast du einen Sehnsuchtsort, wo du sagst, naja, wenn ich irgendwo mal hin will, wenn ich die Seele baumeln lassen will, dann nur da? Also es können auch Orte sein, wo man jetzt nicht hinfahren kann zurzeit. Ach, ich finde es ja immer an der Nord- oder Ostsee ganz schön und ich hoffe, dass der Nordseeurlaub auf Norderney dieses Jahr stattfinden kann. Ich hoffe, wir müssen das nicht wieder stornieren. Ja. Das wäre jetzt so, da hätte ich auch Lust drauf, aber die Inseln haben ja zuerst irgendwie dicht gemacht. Ne? Die haben zuerst dicht gemacht. Wann habt ihr den Urlaub gebucht? Wann wäre das? Das wäre erst im August, also ich hoffe, dass das noch klappt. Ah, ich glaube, das wird aber klappen, August. Das heißt also, Norderney ist so deine Insel. Ach, nicht unbedingt die Insel. Ne? Dieses Jahr war es Norderney, aber sonst Nord- oder Ostsee ist immer ganz schön. Sehr schön, hier in Deutschland beim, sehr gut, man muss nicht weit fahren, ne? Man kann ja schnell hoch, du wohnst ja direkt an der A30. Moment, Urlaub in Deutschland ist kein Bekenntnis zur AfD, das möchte ich an der Stelle betonen. Ja, genau. Und was ich ja sehr schön finde, wenn du da bist, du bist ja auch ein Mensch, du bist immer aktuell. Ja, du hast ja auch jetzt ein paar Sachen mitgebracht, da können wir gerne, wenn du magst, auch schon direkt drauf eingehen. Ich habe mir so ein paar Bilder, also zum Beispiel ist für mich ja zum Beispiel die Frage, wie geht es dir überhaupt in dieser ganzen Corona-Zeit, da denke ich mir, da hast du ja bestimmt viel Material schon gesammelt, oder? Ja, also erstmal geht es mir wie anderen da auch. Ne? Man kämpft auch um jede Rolle Klopapier und ich habe hier auf dem Tablet einfach mal die Bilder mitgebracht. Wir können die in groß einblenden. Wir haben zu Hause privat jetzt auch so einen Corona-Live-Ticker eingerichtet, noch ganz analog und da sieht man dann immer, wie viele Klorollen noch bis zum Waschlappen. Und noch sieht es bei uns ganz gut aus, aber wir hoffen, dass wir irgendwann wieder Nachschub bekommen. Ja. Ja. Das ist ja schön. Also wir haben auch Klopapier letztens verschenkt, das hat ja jetzt auch einen Wert, ne? Also kann man hier nochmal sehen. Das war schön eingepackt und man weiß auch gar nicht, ist das in diesen Zeiten, ist das jetzt kreativ oder ist das schon einfallslos oder einfach nur dekadent? Man ist sich da nicht ganz sicher. Ne? Ja, das ist richtig, ja. Hast du dich denn selber auch schon mal so beim Hamstern erwischt? Ich selber nicht, aber ich habe andere beim Hamstern erwischt oder bin Opfer des Hamsters geworden. Ich habe auch ein Bild mitgebracht aus dem Supermarkt. Das war noch relativ zu Beginn, als alle schon anfingen damit. Da sieht man noch direkt, wie hier eine Frau vor mir das ganze Klopapier hortet. Da gab es noch nicht die Regel, nur ein oder zwei. Das hattest du fotografiert? Das habe ich fotografiert. Wahnsinn. Und die Frau war auch ein bisschen sauer wegen Datenschutz. Was fotografieren Sie meine Einkäufe und so? Und ich habe gesagt, Wahnsinn. Gute Frau, ich fotografiere jetzt Ihr Gesicht. Und dann werde ich von Ihrer Visage ein Gesicht, also ein Bild posten bei Facebook mit dem Klopapier und einer Standortangabe und mal sehen, wie weit sie mit ihren Einkäufen noch kommen. Ja, sehr gut. Ja. Aber man kann sich trösten, der Mann nach mir hat ja auch nichts bekommen und der hat dann, wie man hier unten im Bild rechts sehen kann, diese ganze Schokolade gekauft, um nicht mehr aufs Klo zu müssen. Ne? Gut, möchte man auch nicht mittauschen und vor allem die Rechnung des Proktologen möchte ich da auch nicht sehen. Ne? Das zahlt die Kasse nämlich nicht. Ja, wobei ja auch, ich meine, das ganze Klopapier ist ja ein komplett irrelevant. Ne? Im Prinzip sind ja Atemschutzmasken. Ich meine, das ist ja, ich habe ja auch gehört, dass demnächst soll es sogar Pflicht sein. Also das sind ja eigentlich die wichtigen Sachen, oder? Ja, genau. Und man weiß ja noch gar nicht mit diesen Masken, wie man die, also ob die kommen und nicht jeder weiß, wie man die tragen muss. Ich habe ja hier, das ist wahrscheinlich auch schon viral gegangen mittlerweile, Armin Laschet, unser Ministerpräsident, der auch noch keine Ahnung hatte, wie man die Maske wirklich trägt. Und man weiß auch nicht, also will er noch Kanzler werden? Ja. Ja, vielleicht ist das so eine Gegenmaßnahme. Oder aber er hat schon die ersten Lockerungen eingeführt und setzt sich damit durch gegen Markus Söder, den heimlichen Corona-Kanzler, wie man ja mittlerweile sagt. Ne? Ja. Ja, aber wenn das zur Pflicht wird, es könnte Alternativen geben. Ich habe mal gegoogelt, bei Amazon oder auch bei Beate Use kriegt man diese Dog-Masks. Können Sie einfach mal eingeben in die Zoom-Maske Dog-Mask. Erfüllt im Zweifelsfall die gleiche Funktion. Und die kann man dann hinterher aber noch bei eBay vertickern, ne? Nach der ganzen Corona-Krise. Natürlich gut desinfiziert oder eben nicht, also je nach Orientierung des Käufers.
Und gut, klar, im Supermarkt wird man erstmal blöd angeguckt, wenn man die Maske aufhat. Und wenn man Pech hat, sagt der Filialleiter noch, wir warten draußen. Ne? Also, aber man hat sich zumindest an die Regel gehalten. Ne? Ja, ein großes Problem von vielen ist ja auch, ne, wenn man jetzt mal überlegt, man weiß ja nicht, wie lange das anhält. Und Friseure sind geschlossen. Ja. Ja, ich meine, was macht man, wie geht man damit um? Ja, ja. Ich merke das ja auch, man ja. lässt sich dann auch gehen. Ne? Wenn man nur ja. im Homeoffice arbeitet die ganze Zeit, dann stellt sich ja so eine Lässigkeit ein. Und ich weiß nicht, ich habe mich heute zum ersten Mal wieder seit Tagen frisiert, aber so eine Verwahrlosung stellt sich ein. Ich habe das dokumentiert, Tag für Tag habe ich ein Selfie gemacht und ich ja. habe das zusammengestellt. Wir können das jetzt sehen, wir können das auch einblenden. Ich mache das hier nochmal, aber das kommt gleich nochmal so als Film eingeblendet. Am Ende sieht man richtig scheiße aus. Ja. Okay. Da muss man aufpassen. Ja, aber wer ja jetzt Gewinne macht ohne Ende, es ist Netflix, Amazon Prime, Disney Plus jetzt am Start gegangen. Bist du auch so ein Serienjunkie? Verbringst du die Zeit mit Serien zu Hause? Durchaus. Wir haben jetzt alle Marvel-Filme durchgeguckt zu Hause. Ja. Aber man kann ja nicht immer nur Fernsehen gucken. Und da bin ich sehr froh, dass jetzt vor Ostern auch noch neue Hörspielfolgen erscheinen sollen. Also besser gesagt Remakes von alten Hörspielklassikern. Also für Jugendliche auch angepasst, dass man sich wieder mehr für Politik interessiert. Das fand ich eine super Aktion. Also die ja. TKKG zum Beispiel, Feind aus der Vergangenheit. Da gibt es jetzt ein Remake. Da sieht das neue Cover dann so aus. Oder auch diese Folge hier, die Gehilfen des Terrors hat man auch angepasst, ganz aktuell. Da hat man sich für dieses Cover entschieden. Und die drei Fragezeichen gehen in eine ähnliche Richtung. Hier ist es die Folge Die Drei und das blaue Biest, auch neu aufgelegt. Da sieht das Cover jetzt so aus, mit der symbolträchtigen neuen Folgennummer 1938. Und auch ganz aktuell diese Folge Schatten über Hollywood, auch ein bisschen aufgepimpt mit diesem neuen Cover. Hashtag MeToo, hier die Folge. Und dann gibt es noch was für die Jüngeren, und zwar für die jüngeren Mädels. Das heißt ja immer, man braucht Nachwuchs, gerade ja. auch in den Unionsparteien fehlen viele Frauen und so. Und da habe ich gedacht, das wäre was Schönes, um die kleinen Mädchen auch für Politik zu begeistern. Angepasst an die Ereignisse in Thüringen. Graf für einen Tag, die Folge heißt nach wie vor so. Aber man hat das nochmal neu aufgenommen, und zwar mit den Originalstimmen von Thomas Kemmerich und Bodo Ramelow. Ja. Aber auch für die ganz Kleinen ist noch was dabei, um die Corona-Krise auch zu verdeutlichen. Für die ganz Kleinen gibt es eine neue Folge von ihrem Lieblingselefanten Benjamin Blümchen als solchen Schutzbeauftragter. Ja, also ich merke ja, letzte Woche habe ich mit Martin und Dr. Welf Heger, die hier saßen, großartige Folge gesprochen. Und dann haben wir kurz drüber geredet, dass es uns so geht. Man hat jetzt im Prinzip Zeit, aber irgendwie auch so eine Blockade zum Schreiben. Also dir scheint es nicht so zu gehen. Also ich merke irgendwie, ich habe Zeit, aber irgendwie, weil nur ein Thema alles bestimmt, sitze ich da und mir fällt nichts ein. Ja. Aber dir nicht. Also ich merke, bei dir fließt es, du lässt dich inspirieren. Ja, teilweise sind jetzt auch noch Sachen dabei, die man da nicht machen konnte in den Shows. Ja. Die hat man jetzt noch. Ne? Und man hofft ja, dass dann auch einige Themen wieder aktuell werden, wenn diese Corona-Krise vorbei ist. Ja, natürlich. Gibt es eigentlich Sachen, Michael, unser nächster, Michael Holzschulter, geboren in Herne. Das ist richtig. Herten wohnst du, in Bochum studiert, das heißt, so richtig rausgekommen in der Welt bist du noch nicht. Nee, auch Auslandreisen oder so, auch noch nicht so wirklich weit weg. Ich fühle mich ja. eigentlich ziemlich wohl an meinem Schreibtisch, deshalb kommt mir die Situation jetzt gerade auch nicht so unbekannt vor. Ja, okay. Also für dich hat sich nichts verändert? Nicht großartig was. Ironischerweise habe ich jetzt gerade einen 6 Monate alten Hund und ja. ausgerechnet jetzt innerhalb dieser Krise komme ich öfter vor die Tür als vorher. Aber ansonsten, ja. für mich ist es Normalzustand. Zu Hause sitzen und zeichnen und sich irgendwie Witze ausdenken. Ja, und das heißt, Witze ausdenken, du bist ja auch live unterwegs, unter anderem mit einem lieben Kollegen, den wir auch zu Gast haben, Olli Hilbrink. Ja. Ihr habt ein Programm zusammen, ihr seid beides Cartoonisten und das hat den wunderbaren Titel, sag nochmal, zwei Stricher packen aus, genau. Ja, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe dieses Live-Programm zusammen mit Olli, zwei Stricher packen aus und ich bin auch noch solo auf Tour mit Das Letzte kommt zum Schluss. Ja. Und ja, da sind natürlich jetzt gerade auch ein paar Sachen weggefallen, klar.
Okay, gibt es denn Sachen, also merkst du, ich glaube zum Beispiel so 1. April war so ein Datum, da hat man gesagt, April-Scherze kann man nicht machen in der Situation. Hast du irgendwie so eine Blockade, dass du sagst, okay, den Gag kannst du jetzt gerade nicht machen oder diesen Cartoon kannst du nicht zeichnen oder haust du einfach raus? Also das, was mir einfällt, haue ich meistens raus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie eine Blockade habe, so eine gewisse Art von Selbstzensur oder so. Nee, ich glaube, ich habe das ziemlich gut im Gespür, dass man vielleicht manche Sachen vielleicht einfach gar nicht erst macht. Ja, ich habe ja auch gelesen, du hast schon mit 15 Jahren, hattest du erst schon die bezahlten Aufträge gehabt in der WAZ, stimmt ja, das? Ja, mit der WAZ habe ich angefangen. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, oh, das ist tatsächlich etwas, womit man Geld verdienen kann. Ja. Also, oder ich, dass ich für meine Zeichnung und meine Gedanken bezahlt werde. Und dann habe ich das nach und nach aufgebaut. Ja. Genau, also jetzt habe ich auch gelesen, Stern, Bild am Sonntag. Also ein ganz Bild am Sonntag, können wir drüber schweigen. Okay. Das ist ganz, ganz viele Jahre her und ich war jung und brauchte das Geld. Ja, gut. Hatte mich da mit meinem sozialen Gewissen auch noch nicht ganz so auseinandergesetzt. Aber auch in der Titanic. Ja, zum Beispiel. Oder halt regelmäßig in der Süddeutschen. Ja, und was mir ein paar Tränen in die Augen hat fließen lassen, im Yps-Heft. Ja. Yps-Heft. Was hast du da genau gemacht? Also ich hatte regelmäßig eine Cartoon-Seite, aber ich habe auch ganz, ganz viele Cover gemacht. Du hast aber nicht das Überlebenszelt hergestellt. Nee. Also ich glaube, das haben irgendwie Kinder in China basteln müssen. Ja, natürlich. Wie das heutzutage so ist mit solchen Sachen. Aber das Heft wurde in Deutschland produziert und ich durfte wirklich ein paar der Cover auch gestalten und war natürlich tierisch stolz, weil ich als Kröte auch natürlich dieses Heft immer von meinem Taschengeld geholt habe. Ja. Und jetzt so viele Jahre später dann auf einmal selbst mit dabei bin. Das war recht cool. Aber das Heft gibt es ja jetzt momentan leider wieder nicht. Gibt es wieder nicht. Es ist immer, war das auch nicht mal eine Zeit, dann gab es es mal wieder, dann gab es wieder nicht. Also ja, das ist ein Auf und Ab, ist ein Auf und Ab mit diesem Heft. Und es ist ja auch nicht mehr so wie früher, sondern es ist eigentlich jetzt immer so gewesen, dass es ein Heft war für die Leute, die es damals gelesen haben, also die jetzt 40-Jährigen ungefähr. Ich habe mal spaßeshalber gesagt, im Grunde genommen fehlen nur noch Titten da drin. Ja. Weil es halt so viele Themen für Erwachsene auch hatte, um die ganzen Comics, die man noch so kannte, herum. Und das mit den Cartoons war natürlich für das Heft auch ziemlich neu. Ja, das stimmt. Jetzt wollen wir natürlich auch mal so ein bisschen sehen, Leute, die dich noch nicht kennen. Du hast auch netterweise ein paar aktuelle Cartoons mitgebracht. Können wir vielleicht mal reinschauen. Ich werde jetzt einfach mal öffnen und vielleicht kannst du ja dazu was sagen. Wir fangen mal, ich mache das mal hier rüber, dann siehst du das, mit diesem hier an. Ajo, dieser Cartoon, der ist im Grunde genommen entstanden, als ich gerade mich entschieden hatte, dass für mich jetzt mit Klopapierwitzen reicht. Und dann schweift man so ab und dann kam halt diese Überlegung, was der Charmin-Bär gerade macht, den man ja vielleicht noch aus der Werbung kennt. Und dann ist halt dieser Cartoon entstanden. Ja, und ich glaube, den Gedanken, den hatten sehr, sehr viele, weil der kam, glaube ich, bei Facebook sehr, sehr gut an. Ja. Gut, und genau, und legendär natürlich, tot, aber lustig, das ist sozusagen 2004 hast du, glaube ich, das erste Buch rausgebracht mit diesem Titel, was direkt danach in die zweite Auflage ging und ein großer Erfolg war, da warst du ja auch noch nicht. Das erste Buch damals eigentlich noch nicht, das war ein Verlag, den gibt es jetzt nicht mehr, ich behaupte gerne, das lag nicht an mir, ja. Aber wenn man so sein erstes Buch rausgibt, dann wurde halt überlegt, wo ist der rote Faden, man hat nach dem Namen geguckt und das ist dann mit dem Verlag zusammen entstanden und weil man dann so stolz auf das erste Buch ist, habe ich dazu halt dann passend die Webseite gemacht und hat sich so verselbstständigt als Marke quasi. Ich mache natürlich sehr viel schwarzen Humor und sehr viel mit dem Sensenmann, aber ich zeige natürlich auf der Facebook-Seite und auf der Internetseite alles, was ich halt so mache. Ja. Und da kommen ja auch tagesaktuelle Sachen dazu, sehr viel sogar. Genau, wir können ja mal weitermachen mit dem Titel Dank Lockdown. Gut, das ist jetzt weniger mal ein Cartoon, sondern eine Fotomontage. Das ist halt der Sehnsuchtsort in Herten, das ist das Wasserschloss. Da haben wir's doch. Und diese Fotomontage ist entstanden, als ich gelesen hatte, es waren teilweise natürlich auch Fake News, dass in Venedig jetzt irgendwie die Tiere sich da in den Grachten ihren Lebensraum zurückerobern. Ist wohl alles nicht ganz so wahr, aber das Wasser ist zumindest ruhiger. Und dann habe ich da mit den Delfinen halt gespielt. Ja. Fand ich in dem Moment angebrachter, als ein Cartoon zu zeichnen, weil irgendwie das hatte mehr Charme dann. Ja, sehr gut. Wobei ich ja gehört habe, da in Venedig, das gibt es ja auch die Aussage, dass das irgendwie gefaked war, ne? Dass das ja, sagte ich ja gerade, sind viele Fake News dabei. Ja, gut, okay. Dr. Prepper. Ja, das ist mal eins so der Wortspiele.
jeder kennt ja wahrscheinlich diesen Softdrink und weil momentan ja die Supermärkte so geplündert werden, lag nahe, dann Dr. Prepper hinzuschreiben. Ja, ja. War jetzt nicht so eine Glanzleistung, ehrlich gesagt. Ja, aber es war drin und ich werde es zeigen. Und hier auch wieder eine Bildmontage. Ja, man macht sich natürlich dann auch Gedanken, sich neue Geschäftsmodelle irgendwie zu erschließen. Und ich war einer der Glücklichen, der noch Nudeln zu Hause hatte. Und ich hatte ein paar von diesen Tüten und sie waren nicht für Drogen, sondern ich sammle da drin Lego-Männchen. Und dann habe ich das halt, dachte mir, die Nudeln jetzt einzeln zu verticken, da werde ich richtig reich mit. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt kommen wir auch zu einem beliebten Thema, Hände waschen. Ja, hast du dir die Hände gewaschen? Ja. Ja, eigentlich selbsterklärend. Ne? Selbsterklärend. Ja. Aber man kann nicht oft genug darauf aufmerksam machen. Auf jeden Fall, ja. Wir haben hier Thema Händewaschen, haben wir hier auch noch eins. Auch sehr schön. Händewaschen nicht vergessen. Gut, der ist sogar ein bisschen älter, aber den konnte ich vor kurzem wieder rauskramen. Der ist damals entstanden, als ein Skandal bei einer Fastfood-Kette stattgefunden hat. Mehr sage ich da besser dann nicht zu, sonst werden wir vielleicht verklagt. Aber ja, ich glaube, der ist auch relativ selbsterklärend. Okay. So, zwei machen wir noch. Kannst du welche aussuchen? Welche von denen, sagst du, soll ich am ersten zeigen? Ostern? Wird passen, ne? Wird passen, ne? Komm. Gut, da habe ich mir natürlich Gedanken drüber gemacht, dass sich jetzt natürlich vieles ins Homeoffice verlagert hat. Und ich dachte mir, bald ist Ostern. War eigentlich auch recht naheliegend, das dann mal so umzusetzen, dass der Osterhase nun auch Homeoffice macht und wir alle keinen Ostern feiern werden auf die herkömmliche Art und Weise. Ja, sehr schön. Okay, einen machen wir noch. Und zwar, du kannst dir aussuchen, Schwimmnudel, Toteinkauf, Olympia. Mach mal die Schwimmnudel. Die Schwimmnudel. Ah ja. Ja, ist vielleicht... bekannt, dass letztes Jahr im Grunde genommen gab es so eine Initiative, dass man sich eine Schwimmnudel hinten ans Fahrrad auf den Gepäckträger macht, damit die Autofahrer sehen, das ist der korrekte Abstand. Ich habe mir dann halt Gedanken darüber gemacht, dass man das jetzt im Grunde genommen perfekt wieder einführen könnte. Natürlich. Problem dabei ist halt allerdings, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, wie man die Schwimmnudeln tatsächlich am Körper befestigen muss. Vorschläge sind willkommen, dann ändere ich das dementsprechend nochmal in der Zeichnung. Das heißt, auch praktische Sachen werden bei deinen Cartoons natürlich sofort verarbeitet. Gibt es irgendwas, hast du veröffentlicht zum Buch, kann man auf irgendwas hinweisen zurzeit? Gibt es was Aktuelles? Also prinzipiell kann man darauf hinweisen, dass man von mir gerne alle Bücher kaufen kann. Ob man die jetzt bestellt oder noch besser beim lokalen Händler, die sind ja momentan auch ganz aktiv, dass die Sachen ausliefern. Da gibt es ganz, ganz viele Bücher, von denen ich natürlich sehr überzeugt bin, weil ich sie gemacht habe. Natürlich. Es kommt auch dem Richtigen zugute. Ja, und ansonsten, ich kann mich gerade auch vor Langeweile, wegen Langeweile nicht beschweren. Ist das so, dass du jetzt merkst, dass natürlich viele vielleicht Zeitschriften, Zeitungen auf dich zukommen in dieser Zeit, weil die irgendwie was zum Kompensieren wollen zu dieser ganzen Aufgeregtheit und denken, da könnte man einen Cartoon machen? Oder ist das so ein Ding? Ich habe ja meine Zeitung und Magazine, die ich beliefer, denen schicke ich das zu. In der Süddeutschen ist jetzt vielleicht öfter mal was drin, weil es gerade einen aktuellen Bezug hat. Aber ansonsten bin ich ganz normal an den Projekten gerade dran, an denen ich sowieso sitze. Also ich muss jetzt gerade auch einen Comic-Roman zusammen mit dem Oliver Uschmann fertig bekommen. Ja. Also er hat ihn geschrieben, ich muss dazu dann noch zeichnen. Und damit bin ich jetzt auch erstmal noch gut beschäftigt. Aber auch ein sehr einsamer Job. Gut, ich habe zwei Katzen und den Hund. Und, okay, müssen uns keine Sorgen machen. Nein, absolut nicht. Sehr schön. Ja, Benjamin, normalerweise ist das ja immer so, man sagt dann immer so, wo können wir dich das nächste Mal live sehen? Das ist momentan, ist das ein bisschen schwierig, oder? Für uns alle, natürlich. Das ist schwierig. Hast du irgendwie eine Veranstaltung, wo du sagst, okay, da kann ich definitiv darauf hinweisen, wir gehen mal davon aus, spätestens September. Ja, also pessimistisch. Es gibt ja auch einige, die sagen vielleicht Juni sogar. Also gibt es eine Veranstaltung im September, wo ihr sagt, da müsst ihr vorbeikommen? Natürlich. Im September gehen ja alle Formate wieder los. In Bottrop natürlich Comedy im Saal. Mit dir übrigens als Gast. Und du La Senora. Und La Senora. Ne? Das wird eine sehr schöne Show, würde ich sagen. Das ist Ende September. Davor gibt es aber auch noch die Comedy-Baustelle. Die ist, glaube ich, am 1. September-Wochenende. Und Nachgewürz in Oberhausen im Zentrum Altenberg läuft auch an. Also die regelmäßigen Formate finden statt. Und in Kirchhellen auch Kabarett im Hof. Also das geht alles wieder los im September. Und ich hoffe, dass dann
nichts mehr abgesagt werden. Ja, und ich kann die Shows auch 100% empfehlen. Also nicht nur, weil ich da ab und zu Gast sein darf, sondern ich kenne keinen in Deutschland, der so dermaßen gute und gut vorbereitete Shows macht wie du und dann auch charmant durch den Abend führt. Also auch wenn ich mit Kollegen spreche, sagen alle, Benjamin Eisenberg gehört hier in den Ruhrkanal. Ne? Da sagen die meisten dann immer in den Ruhrkanal und dann natürlich in die ARD. Aber er ist hier und deswegen bist du da. Und wir kommen jetzt zu einer kleinen neuen Rubrik, denn ich hab's ploppen hören. Ich kann es leider nicht mehr so gut machen, weil mein Bier ist hier schon leicht angetrunken. Wir kommen nämlich jetzt zu dem wunderbaren Corona-Song des Tages. Es gibt Tage, an denen du nicht weißt, was die Zukunft dir bringt. Und du fühlst dich alles andere als locker entspannt und beschwingt. Allein bei der Vorstellung, es könnte ewig so weitergehen, wird dir kurz übel und du schreist, ein Ende wäre schön. Corona. Wenn gut ist, dann muss auch mal gut sein. Wenn schlecht war, ja, dann sowieso. Corona, oh, oh, Corona, oh, 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 oh. Wenn gut ist, dann muss auch mal gut sein. Es ist jetzt gut, wenn schlecht war, na, dann sowieso. War auch schlecht. Prost. Ja, darauf erstmal ein schönes Prost. Ja, schön, Prost. Dass ihr heute da seid. Ganz zum Schluss habe ich ein kleines Spiel mitgebracht. Denn vielleicht mal eine Frage. Ich weiß nicht, du, wenn ich mal einfach fragen darf, man kann ja ruhig drüber reden. Ihr seid ja alle viel, viel jünger als ich. Welches Baujahr bist du? Ich bin jetzt 25 geworden. 25, ja, bist du knapp unter Martin. Ja, ich habe jetzt gesagt, ich bin 28. Bei dir habe ich es bei Wikipedia gesehen. aber ihr seid noch damals mit dem Auto mit euren Eltern in den Urlaub gefahren und habt aus Langeweile zum Beispiel euch Anfangsbuchstaben von Kennzeichen gemerkt oder so. Könnt ihr noch diese Spiele? Kennen wir, aber ich glaube, ich habe meine Eltern genötigt, Benjamin Blümchen zu hören im Auto. Benjamin Blümchen, wie schön. Da hast du es gut gehabt. Meine Mutter hat immer Zeitschriften gekauft, so Bussi, Bärfix und Foxy und sowas, ja. Damit wir die Fresse halten. Also aber die Sachen waren so schnell durchgelesen, dass wir uns dann doch immer wieder gekloppt haben. Ja, also wenn wir in unsere Sehnsuchtsorte gefahren sind, und das war natürlich das Sauerland. Das Sauerland, wir sind auch nach Niedersachsen gefahren, in die Rhön. Wunderschön. Ja, und was auch kein Bekenntnis zur AfD ist. Ne? Was immer noch, nein, das muss ich an dieser Stelle natürlich klarstellen. Und da haben wir immer gespielt, ich packe in mein Köfferlein, oder wie heißt das Spiel nochmal originalgetreu? Ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer. Und da wir natürlich alle Menschen sind, die sich viel auf der Bühne merken müssen, dachte ich mir, das spielen wir jetzt einfach Moment. Mal zum Abschluss. Ich nicht. Ich mache ja hauptsächlich Lesungen und das gibt unheimlich viel Sicherheit. Verdammt. Also wird man jetzt gleich sehen können, dass ich mir absolut nichts merken kann. Okay. Ich habe unheimlich Respekt vor dem, was ihr da so macht, auswendig. Ich gar nicht. Okay, wir probieren es einfach mal. Wir werden sehen. Ich hoffe, wie viel Zeit haben wir noch? Wir machen es einfach so lange, ich sage jetzt schon mal, wenn das irgendwann, kann ich weitermachen? 2 Minuten? Okay, dann machen wir ganz schnell. Benjamin, du fängst an. Ich packe meinen Koffer und ich packe ein mein iPad. Ich packe meinen Koffer und packe ein mein iPad und mein Bier. Ich packe meinen Koffer und packe ein mein iPad, mein Bier und mein iPhone. Ich packe meinen Koffer und ich packe ein mein iPad, mein Bier und mein iPhone und zusätzlich meine Schuhe. Ich packe in meinen Koffer mein iPad, mein Bier, mein iPhone, meine Schuhe und meine Unterhose. Ich packe meinen Koffer und ich packe ein mein iPad, mein Bier, mein iPhone, meine Schuhe und meine Unterhose. Ja, das haben wir bisher gesagt. Und meine Socken. Ich packe meinen Koffer und ich packe ein mein iPad, mein Bier, dein ja, Bier, ja, ich packe dein Bier ein, dann packe ich ein mein iPhone, ich packe ein meine Schuhe, ich packe ein meine Unterhose und ich packe ein, siehst du, da hast du schon gewonnen. Es gibt ja.
Ja, guck mal. Ich hätte als nächstes ganz schlau die Ladegeräte erwähnt, aber... Ja. Was man sich so logisch erklären kann. Ja. Ich glaube, das ist der Trick. So, und wir sind am Ende. Das waren unglaublich spannende Gäste. Besucht sie bei ihren Live-Shows. Natürlich kauft die Bücher von Michael und besucht die Shows von Benjamin spätestens ab September. Wir werden am Ende noch ein Lied spielen. Und zwar, wenn ich dir noch mal die Gitarre geben darf. Ja, wenn ich machen. Denn das Thema war Sehnsuchtsorte und die haben wir kurz benannt. Dein war das Schloss in Herten, das wunderbare Schloss Herten. Deins war Norderney. Meins ist natürlich Bochum-Gerte. Hier unser Büro, wo wir alles aufnehmen. Und fang ruhig schon mal an zu spielen, lieber Benjamin. Das gleiche von gerade. Denn das war das Ende dieser Show. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Lust habt, die Show zu unterstützen, schaut einfach in die Shownotes. Da steht alles drin, wie ihr das machen könnt. Ich danke jedem, der es bisher getan hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gibt es wieder neue Gäste hier bei Nachtschnittchen Late Night im Ruhrkulturkanal. Soweit war's. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Und jetzt singen wir noch mal. Seemann. Seemann, ich weiß. Ey, so ein einfacher Text. Seemann, na, Seemann, Seemann, la 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 la. Großartig, auch noch den Flamenco-Riff. Tschüss.